Am Mittwoch, am 5. Juni, hat der Gemeinderat von Aesch den Quartierplan für das Victus-Areal in der Aula vom Neumatt-Schulhaus vorgestellt. Bis am 3. Juli 2019 läuft jetzt ein öffentliches Mitwirkungsverfahren. Victus-Areal ist ein Quartierplan, der entstehen soll, gerade eingangs Aesch, eigentlich als Pendant gegenüber von der ISB. Das gibt ein Gebiet, das jetzt im Gewerbegebiet ist. Das soll überbaut werden und soll einen Quartierplan geben. Das ist Real Estate AG, die auf die Gemeinde zugekommen ist, die gesagt hat, ich möchte jetzt dort den Quartierplan realisieren. Wir haben dann in Form von Workshop das Konzept zusammen erarbeitet. Das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit, auch sehr wertvoll, weil man eben gerade gemeint auch ihre wichtigen Sachen, Durchmischung, auch der Wohnungsmix, die Umgebungsgestaltung, alles können einbringen und können sagen, so hätten wir es dort gern, oder? Und so haben wir in drei Workshops das zusammen angeschaut und sind zu einem tollen Ergebnis gekommen. Es ist angedacht, dass sowohl Wohnen wie auch Dienstleistung und Gewerbe kann stattfinden dort. Wohnen denkt man, dass das 60% könnte sein, dann 21% Schaltnutzung, das heisst, das könnte sowohl als auch sein, oder dass man auch die Möglichkeit hat, auf den Markt zu reagieren, und 21%, wo dann Gewerbe, Dienstleistungsbetriebe die Möglichkeit haben, sich dort unterzubringen. Man hat auch die Möglichkeit für kleinere Läden, die maximum 150 Quadratmeter dürfen sein, für Einkaufsmöglichkeiten etc. Dass man hier einfach ein tolles, durchlebtes Gebiet hat, wo nicht nur Wohnen stattfindet, das ist wahnsinnig wichtig. Jetzt läuft das Mitwirkungsverfahren zu der Quartierplanung bis zum 3. Juli. Und im Rahmen dieser Mitwirkung kann eigentlich jede Person, jeder Mann, jede Frau, eine Partei, ein Verein sich zu dieser Planung inhaltlich äußern. Und inhaltlich äußern heisst eigentlich, man kann zu allen Dokumenten, also zum Plan, zum Reglement, zum Verkehrsgutachten, Lärmgutachten und zum Planungsbericht sich inhaltlich vernehmen und quasi seine Haltung, Bedenken, Anregungen oder auch Kritik zu dieser Planung als solches anbringen. Wichtig ist, dass man das schriftlich macht und schriftlich zuhanden vom Gemeinderat innerhalb der Frist bis am 3. Juli. Die Mitwirkungseingaben verschwinden dann nicht irgendwie in einer Schublade, sondern wir sind verpflichtet, die Ergebnisse von dem Mitwirkungsverfahren zu publizieren, in einem Bericht zusammenzufassen. Und das nennt man den sogenannten Mitwirkungsbericht. Und den Mitwirkungsbericht muss man auch aufschalten und ist öffentlich einsehbar. Also die Mitwirkenden können nachher, oder alle generell, die Bevölkerung kann eigentlich sich über das Mitwirkungsverfahren informieren, welche Eingaben sind inhaltlich, also welche Kritik, Bedenken usw. und was ist die Stellung von der Gemeinde zu diesen Mitwirkungseingaben, dass man sich wieder ein Bild machen kann, was meint jetzt der Gemeinderat zu diesen Bedenken oder Kritikpunkten, die ich angemeldet habe. Ein weiterer Infoanlass zu einer Arealentwicklung findet am Donnerstag, am 13. Juni, am Obig, am 7. in der Mehrzweckhalle Löhrenacker statt. Dort geht es dann ums Gesamtkonzept Aesch Nord.